Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, wo sind wir denn schon wieder hingelangt? Na, natürlich mal wieder im Loch, denn, ja, hier haben wir, glaube ich, noch eine Tür vergessen. Ich meine, hier wäre die andere Tür gewesen. Ich weiß nicht genau, wo es war. Ich muss auch gerade überlegen, wie wir da am besten hinkommen. Ich glaube, von hier, ne? So, großer Seelenfall. Das klappt ja eigentlich alles super. Yay, ihr komischer Hund. Ich habe übrigens einen neuen Stab, habt ihr ja schon das letzte Mal vielleicht gesehen. So. Damit kommen wir dann ein bisschen besser zurecht. Und ich glaube, hier lang geht's, ne? Ich glaube, das ist der beste Weg dahin. Ich muss mir noch ein bisschen orientieren. Ich weiß nämlich ganz viele Wege nicht mehr. Ah, hier sind diese Dinger hier. Ich vergaß. Diese netten kleinen Dinger. Irgendwo hier... Gab es doch eine Brücke? Nee, ich muss von da hinten hin. Okay, so war das. Ach, du lebst auch. Hallo. Ja, er fliegt denn. Du, das ist jetzt die super perfekte Waffe. Perfekte Rüstungsteil. Ihr wisst das ja. Oh, mein Poison-Wissel ist höher geworden. Wow. Das letzte Mal hier war, wurde ich ja komplett vergiftet. Oder fast komplett. Jetzt ist es tatsächlich nicht mehr ganz so viel. Wenn ich mich recht erinnere, war hier doch das der eklige Typ. Irgendwo da. Stimmt das? Aber ich möchte gar nicht da lang. Ich möchte nämlich hier lang. War das falsch? Das war falsch, glaube ich. Ja, ja. Da kommt er. Das war knapp. So wollte ich das haben. Der kann von mir aus so sterben. Jetzt bin ich falsch gelatscht, glaube ich. Ich glaube, ich musste in die andere Richtung, also nach unten fallen, tatsächlich. Ach man, das war jetzt doof. Wusste ich nicht? Wo muss ich denn lang? Jetzt geht mal weg hier, ihr nervt mich. Hier geht's nicht runter. Ihr macht doch alles kaputt. Hier da hinten muss ich, glaube ich, lang, oder? Ja gut, dann gehen wir nochmal zurück. Haben wir noch nicht viel gemacht, außer ein Ladescreen, den wir jetzt kriegen. Ach man, das tut mir jetzt sehr leid. Ich bin, glaube ich, total falsch gelatscht. Ich weiß auch gar nicht mal, wie man da hinkam. Und danach werde ich natürlich zurück zum Loch gehen, denn da gibt es ja auch noch etwas, was wir machen können. Und ich hoffe, das klappt auch, denn ich habe nur keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir sind ja jetzt im dunklen Covenant, heißt der dunkler Covenant? Im Pfad des Dunklen. Quasi der dunkle Pfad, den wollen wir natürlich folgen. Und kann man hier oben noch irgendwo lang? Ich glaube, da hinten war das irgendwo. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Warte mal gerade, ich mache hier mal die Fackel-Dingsbums an. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Es wird verschwendet, aber für zünden. Wer macht hier komische Geräusche? Ui. Hier ist eine richtige Versammlung. Ja, Hundi. Du mich auch. So, jetzt kann ich zwar hier die Kerze anmachen, aber wohin tut mir das nichts? Ach, da vorne... Bin ich jetzt wirklich ernsthaft falsch gegangen? Muss ich da oben lang? Oder ist da einfach nur so eine Fackel? Ich weiß gar nicht mal, wo ging es denn hier lang? Mensch, Kind, das ist so lange her, dass wir hier waren. Ich glaube, ich bin gesprungen, oder? Weil das so eine schlaue Idee ist. Hier einfach mal runter zu springen. Das ist so schlau, Leute. Macht das nicht zu Hause nach. Macht das nicht zu Hause nach. Ich glaube, wir waren... Ach, wir sind hier, glaube ich, sogar richtig, ne? Machen wir das Licht an. Wo? So. Da ist die Tür doch. Wenn man vom Teufel spricht, findet man die Tür, die man gesucht hat und freut sich darüber, dass man jetzt wieder eine Fackel anmachen kann. Aber eine Fackel ist ja... Da ist was runtergefallen, oder? Das ist ja jetzt nicht so schlimm. So.
Let the fire burn. Hä? Jo, ist klar. Ist klar, ich schieße natürlich alle. Durch die Dingsbums hier. Wow. Oh, ich war ein bisschen Ausdauer. Ach du Scheiliger. So, was haben wir hier? Ich werde aufnehmen. Ah, Havels Sachen. Cool. Jetzt haben wir komplett Havels Ausrüstung. Die kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Ich glaube, damit dürfen wir wahrscheinlich die beste Waffe im Spiel haben. Ihr müsst alle kaputt gehen. Schauen wir uns natürlich gleich an. So, ich glaube, hier kann uns jetzt keiner mehr anspucken. Alle haben ihre Köpfchen verloren. Dann schauen wir direkt mal die Havels Rüstung an. So, unter anderem haben wir jetzt auch Havels Schild. Was so ziemlich gute Werte hat, wenn ich das mal so sagen darf. Ein durch Meißelarbeiten an einem riesigen Felsbrocken gefertigter Schild. Dieser enorm robuste Schild bietet sagenhafte Verteidigung, ist allerdings auch sehr schwer. Wie schwer der Schild ist, erkennt man auch was daran, dass sein Träger in einer Schlacht nicht fliehen kann, ehe er oder sein Kontrahent den Tod gefunden haben. Baut allerdings 45 Stärke, so viel habe ich nicht. Und Havels Rüstung. Eine Rüstung, die den Eindruck macht, als wäre sie aus einem riesigen Felsbrocken gefertigt. Bietet herausragenden Schutz, hat dafür jedoch ein enormes Gewicht. Wo der Name Havel herstammt, ist nicht eindeutig geklärt. Einige halten es für den Namen eines des Kriegers, der sie trug. Andere denken, es war der Name eines großen, in einem barbarischen Krieg untergegangenen Königreiches. Da wir kennen noch Havel und seine Rüstung. Diese verdammt riesige, schwere Rüstung, die selbst für uns zu schwer ist. Aber die wahrscheinlich mit die beste Rüstung im ganzen Spiel sein dürfte. Weltstedt-Gamaschen, Fahrramstiefel. Ich glaube, Weltstedt ist noch ein bisschen schwächer, ne? Ja. Aber ich glaube, sie ist halt nicht die leichteste Rüstung. Ihr seht, die ist eigentlich viel besser. Aber sie ist ja noch nicht aufgepowert. So, dann können wir jetzt mal wieder zurückgehen. Und ich würde sagen, wir beginnen damit. Womit eigentlich? Wir müssen immer noch den großen Drachen umhauen. Das wird ein toller Spaß. Wir müssen immer noch keine Ahnung was machen. Oh, wir haben noch so viel zu tun, liebe Freunde. Und das Ende ist auch schon da oder fast nahe, glaube ich zumindest. Denn ich glaube, wir müssen so langsam, aber sicher dann irgendwann mal zurück zum Thron. Aber wie gesagt, das möchte ich erst machen, wenn der König tot ist. Es lebe der neue König. Und wenn wir alles andere gemacht haben, was zu machen ist. Und womit fangen wir an? Mit der schwarzen Schlucht oder fangen wir mit Drachen an? Mit unserem schönen Drachen. Wobei ich glaube, der Drache, der könnte echt ein bisschen fies werden, ne? Der könnte noch gemein werden, der Drache. Verborgene Kammer. Wir fangen einfach mal mit der verborgenen Kammer an. Ich glaube, hier war das. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, hier anzufangen und das zu tun, was wir jetzt tun werden. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Ei überhaupt auf sich hat. Und vor allem weiß ich nicht, ob es schwer oder einfach ist. Aber das werden wir hoffentlich rausfinden. So, ich glaube, ich muss die hier lang, ne? Weil irgendwo hier war... Ach, das war da hinten. Das war ja das Vieh. Wow. Wow, dankeschön. So, ich wollte nämlich hier runtergehen. Hallo. Da ist nämlich wieder Grandal. Ich glaube, er hieß so. Finally, you are here, young undead. Sei mal oben, ruhig da oben. Now, open the depths of darkness. Die Tiefen der Dunkelheit sollen wir also öffnen, okay. Young undead, the dark. Awaits you. Ich glaube, wir müssen auch noch was beim Schmied-Dingsbums kaufen. Wie heißt er denn? Was leisten? Was kann ich eigentlich bei ihm kaufen? Nicht mehr so viel, ne? Menschlichkeit, das ist gar nicht mal so schlecht. Habe ich hoffentlich alles gekauft? Jawohl, habe ich alles gekauft. Und ich würde sagen, wir geben einfach mal ein Menschenbild. You must offer a human. Habe ich das nicht gerade?
Na gut, dann machen wir das einfach mal. Ich weiß nicht, was passiert. May the dark shine away. Das sind also Portale. May the dark shine your way. Das ist auch irgendwie seltsam, ne? Das Dunkle soll euch den Weg erleuchten? Soll es sich eher verdunkeln? Na gut, ich gehe mal hier rein. Ich habe ein bisschen Angst. Was ist das hier? Das sieht ein bisschen aus wie The Ring. Falls ihr den Film kennt, das Original ist zumindest gar nicht mal so schlecht. Ein Horrorfilm aus Japan, das Original. Und wurde irgendwann mal, natürlich wie England das, Amerika das so gerne tut, remaked. Oh, wir sind ein Phantom. Das ist Wasser, was über uns kommt. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ist das Havel? Oh, Scheiße, was ist das denn wie ein Typ? Was hast du denn da? Kerle! Oh, du oh, da kommen natürlich 10.000 Gegner auf einmal. Oh, Alter! Alter! Was geht denn hier ab? Alter Schwede, alter Finne! Ach du heiliger Bimbam, ja, wir sind gestorben. Und es ging verflucht schnell. Was machen wir denn jetzt am besten gegen die Typen? Da kommt einer mit Feuer, da kommt einer mit, hast du dich gesehen? Da schreit nach, wo ist es? Nach meinem Dragon Lake Schwert und nach einem Schwertschild, das gegen Feuer ganz gut ist und, nach vier Magie. So, ihr dürft mal sterben hier. Oh! Ich bin so ein Idiot. Ich soll natürlich nicht da reinlaufen, sondern das Vieh einfach mal hauen. Danke. Jetzt nicht so nah rankommen, sonst kommt das nächste von den Viechern. Ach du heiliger Finne. Ja, das wird ja noch ein Spaß. Ja, vergiftet mich nur, vergiftet mich. Ich bin gestorben, alter Mann. Ja, das wird doch teuer. Das wird teuer, Leute. Das wird echt teuer. Mein Gott. Was ist das für ein Typ? Ja, ja, geben wir jetzt nicht wirklich. Tschüss. May the dark shine you. May the dark shine your way. Bla, bla, bla. Alter Mann. Ach du heiliger Bimbam. Mein Gott, wie soll ich denn da bestehen? Ein enorm großes Großschwert. Ja, dankeschön, Claymer, für diese Info. Wir sehen mal wieder einen Ladebalken. Wo sind meine Seelen? Hier sind meine Seelen. Kann ich die auch einzeln angelockt? Putti, komm. Er kommt. Ich hoffe, er kommt alleine, denn ich möchte versuchen, die so alleine wie möglich umzuhauen. Komm her, mein Freund. Okay, da kommt sein Freund. Na komm her. Dankeschön. So, schnell trinken. Denn da hinten kommt schon der Nächste angestiefelt. Irgendwo zumindest. Wo ist er denn hin? Da unten ist der Nächste. Okay. Stirb! Und da war noch irgendwo einer unterwegs, ne? Aber wo war der denn? Da hinten. Oh Gott. Pyromane, ahoi! La la la.
Hör auf zu zaubern! So, er ist weg! Wunderbar, hör auf zu zaubern, mein Freund! Ach du Heiliger, was war das für ein Typ mit diesem Riesenschild? Sieht man aber nicht viel, ne? Ein bisschen dunkel? Aber ich meine, das Dunkel, was soll das Dunkel auch hell sein? Leute. Was war das denn wie ein Kerle, Mann? Wie ein Freak mit seinen zwei Hämmern. Also gut, dass der weg ist. Und was das andere Vieh hier konnte, will ich gar nicht erst wissen. Ist da ein Weg? Nö, das ist nur die Decke der Höhle. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Also die drei, die können auf jeden Fall nicht mehr gleichzeitig kommen. Also wenn die einzeln kommen, ist das wesentlich einfacher, würde ich sagen. Es geht einmal nach oben, einmal nach unten. Okay. Dann geht's hier lang. Da ist noch so ein Hammerkerl. Und was ist hier? Ein Weg. Und eine Schüssel. Was mache ich hier? Hallo? Da möchte ich nicht runterfallen. Dankeschön. Was muss ich hier machen? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Mann, Mann, Mann. Dann geht es noch weiter in die Tiefe. Kuckuck. 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 Was? Was oder was? Du heiliger Bimbam. Lalala. Ja, komm her, Freund. Du kannst gerne runterfallen. Das ist mir Wurst. Wow. Oh, der Kerl, ey. Gib dein Schild bloß los, du Penner. Ich will weg. Weg. Jo, komm her. Du bist eine feige Nudel. Ja, sonst geht's dir nur gut. La 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 la. So, ich sag doch, friss das, mein Freund. Wow, 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 wow. Na, sonst geht's euch gut, ne? Jetzt kommen tatsächlich aber die zwei von selber, von eben. Hallo. Ich kriege überhaupt gerade keinen anvisiert, ne? Na gut, du kannst gerne hochkommen. Komm mal hoch, du Sack. Ist das der mit dem Hut? Den kennen wir doch aus. Den kennen wir doch noch aus, Hey, ich möchte gerne nicht so weit runter. Ah, komm hoch! Sack! Sacre bleu! Bekomme! Ja, mein Freund. Hihihi, sehr lustig von dir, mein Freund. Wow. Danke, du bist tot. Das finde ich sehr nett von dir. Und jetzt brauchen wir den anderen irgendwie noch. Das ist eine Bosswand. Das gibt's doch nicht. Zumindest ist es eine Nebelwand. So.
Bevor du irgendwas machen kannst, Vieh, stirb mal bitte. Was haben wir hier jetzt noch? Hier ist nichts mehr, ne? Ich könnte hier irgendwie drauf springen, kann ich das? Nein. War eigentlich gerade noch eine Wand? Nö. Nö. Hm? Hä? Ich bin gerade sehr verwirrt, wie ihr vielleicht merkt. Da geht's runter, da bin ich natürlich nicht runterfallen. Komme ich hier rauf? Nö. Hä? Was muss ich tun? Da vorne ist doch noch irgendwas, aber wie komme ich da hin? Wahrscheinlich von hier oben, oder? Nun? Stehe ich hier? Ich stehe hier und singe ein wunderschönes Lied und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was ist denn hier? Hier ist gar nichts, ne? Ist ich da runter? Da springe ich nicht runter. Könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Da gehe ich bestimmt nicht runter. Was muss ich hier machen, verdammt nochmal? Außer aussehen, als laufe ich in weiß rum. Ich weiß, ja, ne? Hat sich hier was getan? Echt, Leute, muss ich das Ding anzünden? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, ganz ehrlich. Muss ich das anzünden? Kann ich das? Hm. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt leuchtet das Ding hier. Und nun? Kann ich jetzt weitergehen oder muss ich zurück? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Hallo? Erklärt mir einer, was ich hier zu tun ist. Ich hätte das Ding auch mal anlassen können, ne? Die Fackel. Das war ein Gegner gerade, kriege ich sowieso keine. Genug davon habe ich sowieso. Ja, ja. Also ich meine, Let the Dark Shine oder Shine a Light for You oder sowas. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir die Dinge einfach alle anzünden. Was haben die bewacht? Was ist denn das hier eigentlich? Das ist doch bestimmt der Tod. Verstehe ich nicht, was ich hier machen soll. Was muss ich tun? Erklärt mir doch einer. Vielleicht muss ich ja jetzt nochmal hier runterfallen, aber... Vielleicht habe ich was übersehen, das wir jetzt sehen, weil wir die Fackel angemacht haben. Aber das ist nur komisch aussehendes Wasser. Sonst ist hier nichts. Hier ist noch ein Loch, da möchte ich auch nicht reinfallen. Und was hat es hier mit auf sich? Ist das das Ende oder was? Nee, das ist doch einfach nur ein Abgrund. Aber hier war doch vorher Nebel, oder habe ich mich da getäuscht? Sehr seltsam. Da ist nichts, außer halt die Fackel. Aber das ist doch das, was wir draußen immer an den Türen gesehen haben, ne? An den Säulen oben. Das sah genauso aus. Muss ich jetzt hier beten? Ich bin der Fackelmann und der Fackelmann sagt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich schau mal, was ich hier machen muss und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Euer Mascha. Ciao, ciao.